erstmal ihr neues Granola natürlich. Kritik geäußert und noch nicht mal getestet. Jokolade. Wir machen weiter mit Dirty. Sollte ich die Videos nicht auf meinem Bett filmen. Hello zu einem neuen Video und wie es aussieht, einem neuen Format. Denn ihr habt vermutlich eh schon im Titel gelesen, aber ich habe hier auf jeden Fall ganz viele Influencer-Produkte. Hier neben mir auch nochmal was, denn ich habe verschiedene Kategorien für euch. Also es gibt ja zwei verschiedene Arten von Influencer-Produkten, für mich zumindest. Zum einen die, wenn Influencer ihre eigene Marke gründen oder mit in Kooperation mit Unternehmen eben ihr eigenes Produkt rausbringen. Oder die Influencer-Produkte im Sinne von, dass das überall auf Instagram beworben wird oder auf YouTube oder TikTok, whatever. Das sind ja so zwei verschiedene Arten von Influencer-Produkten, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe jetzt hier in dem Video mich auf solche Kooperationsprodukte oder eben eigens von Influencern gegründete Marken. Also ich habe mich auf die erste Kategorie beschränkt, das wollte ich damit sagen. Lasst mich aber gerne wissen, ob ihr euch das für die andere Kategorie auch wünschen würdet. Ich habe da ja auch schon einiges probieren können. Und ich habe das jetzt hier auch nochmal in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Und zwar zum einen Food, Kosmetika bzw. Produkte, die da so mit dazugehören und Kleidung. Und ich würde sagen, ich starte jetzt auch mal direkt mit Food, denn ich habe hier die ganze Kiste voll. Da kam tatsächlich nämlich am meisten von euch, was ich so testen soll. Und ich würde sagen, wir starten hiermit, denn das schmilzt mir sonst weg. Eis, und zwar von Breyers. Die Marke kenne ich auf jeden Fall schon. Ich kenne alle deren Sorten. Auf jeden Fall sehr lecker. Ich mag Breyers sehr gerne. Ich finde, die haben, das ist ja ein Light-Eis und die haben eine tolle Konsistenz. Also wirklich mit einer der besten Light-Eis-Konsistenzen für mich. Und Diana zu Löwen. Ich kenne sie von YouTube damals noch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie noch YouTube macht, um ehrlich zu sein. Ich folge ihr auf Instagram. Jedenfalls hat sie ein Eis mit Breyers rausgebracht. Vanilla and Strawberry Pieces. 241 Kalorien. Wir haben sogar 7,9 Gramm Protein und es ist, wie gesagt, vegan, was ich sehr gut finde. Es ist ein Vanilleeis auf pflanzlicher Basis und gefriergetrocknete Erdbeerstückchen. 0,5%. Mit Süßungsmitteln. Hier Erythrit, Maltit und Sucralose. Und Eis, ich muss ja sagen, ich bin nicht so der fruchtige Eis-Fan, vor allem nicht so künstlich fruchtig. Und ich bin eigentlich auch nicht so Vanille-Eis-Fan. Also ich bin eher so Team Schoko, Karamell und sowas alles. Aber ich bin trotzdem mal sehr gespannt. Vor allem, weil mir schon... Wow, okay, die Konsistenz. Also ich bin trotzdem sehr gespannt. Vor allem, weil mir schon sehr viele geschrieben haben, dass es richtig, richtig lecker sein soll. Mhm. Also die Konsistenz, wie von Breyers gewohnt, wirklich top. Mir gefallen die Erdbeerstückchen da drin auch echt gut, weil die eben nicht künstlich sind. Das sind ja wirkliche Erdbeerstückchen. Ja. Also ich muss sagen, ich bin mega positiv überrascht. Ich habe das halt nicht erwartet, weil ich finde, das sieht irgendwie sehr künstlich aus für mich. Aber es ist echt lecker. Wow. Auch das Vanilleeis schmeckt nicht zu künstlich. Also es hat so eine schöne... sanfte, natürliche Note irgendwie. Dadurch, dass das halt wirklich echte Erdbeerstückchen sind, schmeckt mir das richtig gut. Also krass. Ich bin sehr positiv überrascht. Ich würde, glaube ich, sogar 10 von 10 geben, weil es ist vegan, es ist so ein Low-Calorie-Eis mit einer krass guten Konsistenz. Es schmeckt super natürlich. Es ist echt nice. Wobei, ich glaube, ich muss einen Punkt oder einen halben Punkt oder so abziehen, weil ich habe gerade gesehen, hier ist Carrageen drin. Und ich kenne mich nicht so krass gut damit aus, aber soweit ich weiß, also Carrageen ist auch beispielsweise in diesen Proteinpuddings und sowas immer mit drin. Und soweit ich weiß, ist das nicht so gut erforscht, zwecks Krebsbildung, gefährliches Halbwissen, aber... ich weiß, dass es nicht so gut erforscht ist einfach. Vielleicht würde ich dafür jetzt tatsächlich so einen halben oder einen Punkt abziehen. Weil das halt, ja, wie gesagt, weiß nicht, vielleicht hätte man da irgendwie was anderes finden können. Okay, das Eis ist sicher verstaut, wieder zurück im Gefrierfach. Und wir machen weiter mit der Marke, die ich ja auch schon kenne. Naturally Pam ist ja die Eigenmarke von Pamela Reif. Ich glaube, ich brauche euch nicht zu erzählen, wer Pamela Reif ist. Sie, glaube ich, vor über einem Jahr inzwischen gelauncht. Und dieses Granola hier kommt heute raus. Ich habe es vorab schon zugeschickt bekommen. Und auch übrigens, auch wenn hier Sachen sind, die ich irgendwie, also sind, das ist jetzt, glaube ich, das Einzige. Falls ich diese Videoreihe fortführe und hier Produkte dabei sein sollten, die ich zugeschickt bekommen habe, ihr bekommt trotzdem immer meine ehrliche Meinung. Ja, weil
Sonst bringt euch das auch nichts. Ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ihr euch auf meine Empfehlung hin irgendwas kauft und es dann nicht gut ist. Deswegen möchte ich nicht riskieren. Deswegen bekommt ihr einfach immer meine ehrliche Meinung. So, und ja, wie gesagt, wir machen Naturally Pam. Da kamen mehrere Fragen zu, wobei ich da ja auch schon mal, glaube ich, ein ausführliches Video zu gemacht habe. Wobei sie jetzt ja auch neue Produkte rausgebracht hat. Ich teste die eigentlich meistens mit euch auf Instagram. Aber das Problem an Instagram ist ja, dass es nicht gespeichert ist. Deswegen habe ich euch hier mal so ein paar Naturally Pam Produkte mitgebracht, zu denen ich euch was erzählen kann. Beziehungsweise wir testen erstmal ihr neues Granola natürlich, weil, wie gesagt, kommt heute raus. Das hier war ja ihr erstes Granola, Crunchy Classic. Und das ist jetzt das zweite, das neue, Crunchy Chocolate. Schon probiert, das ist offen, ihr seht's. Ich kenne auch das hier schon. Ich glaube, die Basis ist relativ gleich, also mit diesen Haferflocken, dann haben wir hier so gepufftes Zeug mit drin, also ich glaube gepuffter Quinoa, gepuffter Amaranth. Das hat auch ein bisschen mehr Kalorien, aber tatsächlich jetzt, es schenkt sich nährwerttechnisch jetzt nicht so viel. Also das hier sind 434 und das hier sind 449. Also das Granola ist eins von den Naturally Pam Produkten, das mir wirklich mit am besten gefällt, weil das eben so richtig schön leicht und luftig ist und trotzdem schön crunchy. Ich muss nur sagen, aber das lässt sich halt bei so Granola eigentlich nie vermeiden. Ich mag das nicht, wenn ich Müsli esse und das dann so schnell so weich wird. Und durch das gepuffte Zeug wird das halt so ultra weich, also schon so breiig. Deswegen esse ich es eigentlich nie so richtig als Müsli, sondern eher so als Topping. Das ist halt jetzt von den Sorten her nicht so ein krasser Unterschied. Und hier einfach die Chocolate Chips hinzugefügt wurden. Hier Apfel und Himbeere. Aber es ist halt nicht so krass viel Apfel oder so krass viel Himbeere drin, dass es für mich jetzt schon Bärenmüsli wäre. Zumal wir hier ja auch die gleichen Granola-Dinger haben. Zumindest schmecken sie für mich gleich. Kann auch sein, dass ihr jetzt irgendwas übersehen habt. Ich finde, da sollte man vielleicht einen Unterschied machen mit den Granola-Teilen. Also, dass man hier vielleicht irgendwie fruchtige Granola-Stücke hat und hier dann die Chocolatey-Granola-Stücke. Deswegen auch nochmal kurz zu den Riegeln von ihr jetzt. Also hier die beiden Clean Protein Bars, Coffee Hazelnut und Peanut Butter. Sind lecker, kann man essen, aber muss man jetzt nicht. Also es ist für mich irgendwie nicht so ein Riegel geworden, den ich ständig esse. Den hier hingegen finde ich echt cool. Also dieser Crunchy Protein Bar, weil der halt auch wieder so richtig schön was Leichtes ist. Also wenn man so einen kleinen Hunger hat, dann finde ich, ist der richtig gut. Auch nur 30 Gramm, 131 Kalorien. Hat halt auch nur 6,6 Gramm Protein. Von den Riegeln von ihr wirklich mein Favorit, weil es sowas halt, also glaube ich zumindest, noch nicht so wirklich gibt. Den Oat Bar, da hattet ihr auch nachgefragt, ob ich dazu nochmal was sagen kann. Also so die klassischen Haferriegel mag ich irgendwie nicht so gerne. Also zum einen, wir haben hier echt so richtig fette Chocolate Chunks mit drin und der ist noch mit Buchweizen und ich finde, es gibt so eine interessante Note mit rein. Okay, das war's mit Naturally Pam und damit tatsächlich auch mit den etwas gesünderen Produkten. Wir machen weiter mit Dirty. Und das ist der Eistee von Shireen David. Habe ich noch nie getrunken. Ich muss aber auch generell sagen, dass ich glaube, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal mir bewusst einen Eistee gekauft. Also gab es bei uns halt früher irgendwie nie. Also wir hatten nie Eistee oder so daheim. Aber ja, irgendwie kam das voll häufig, dass ich den Dirty probieren soll. Und ich habe mich für die Zero-Variante entschieden, weil hier kein Zucker drin ist. Wet Peach und Lemon from Heaven. Ich muss sagen, Shireen David habe ich früher auf YouTube verfolgt. Dann eine Zeit lang gar nicht mehr. Und ich fand auch ihre Musik am Anfang, konnte ich nicht so viel mit anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt ihr neues Album fand ich so krass, vor allem beim Training. Ich sag's euch, das ballert richtig. Das macht richtig Spaß, dazu zu trainieren oder dazu Auto zu fahren. ja, aber ich sollte solche Videos nicht auf meinem Bett filmen. Okay, ich bin gespannt. Für mich schmeckt der gut. Schmeckt auch nicht zu krass künstlich, finde ich. Also es ist recht natürlich gehalten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei den anderen Sorten ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die intensiver vom Geschmack sind, aber nee, der gefällt mir. Also es hat eine schöne Peach-Note, finde ich. Ich bin auch hier, bin ich gerade wieder sehr positiv überrascht, weil ich habe irgendwie was Künstlicheres erwartet, um ehrlich zu sein. Next one, Lemon. Schmeckt das nach Sprite? Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange keine Sprite mehr getrunken. Aber das schmeckt für mich gerade nach Sprite. Okay, also auch das finde ich sehr lecker. Es schmeckt für mich nach einem natürlicheren Sprite.
Ich finde es gut, ich mag die. Also, ich würde es euch auch sagen, wenn es mir nicht schmecken würde, wie gesagt, aber es schmeckt halt einfach. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich würde mir, glaube ich, eher das hier kaufen, aber jetzt habe ich das wieder probiert und. Okay, wir machen mit diesen Hitchies bei Kamuschka weiter. Ich habe diese Hitchies früher sehr gerne gemocht, die sauren allerdings. Und das hier ist jetzt eher so fruchtig. Geschmacksrichtungen Peach, Himbeere und Kiwi. Naja, was ich auf jeden Fall schade finde, sie sind nicht vegetarisch. Hier haben wir nämlich Gelatine drin, und zwar Rindergelatine. Und ich finde, also ich sehe ja bei anderen Marken, dass sie das auch hinbekommen bei so Kaubonbon-Zeug, dass da eben keine Gelatine drin sein muss oder eben eine pflanzliche Variante. Deswegen hätte man bestimmt auch anders hinbekommen. Ich teste jetzt einfach jede Sorte. Kommt mir so bescheuert vor, weil ich das jetzt schon wieder sage, aber ich esse sowas halt sonst nicht. Und deswegen kam es mir gerade so vor, als hätte ich da ultra lange drauf rumgekaut. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Die kamen mir irgendwie sehr hart vor. Keine Brüste und trotzdem im Ausschnitt gelandet. Ich kau und kau und kau. Schon auch Kaubonbons, aber trotzdem. Ich dachte irgendwie, die sind weicher. Ich finde Kiwi, glaube ich, aber gerade am besten, weil mir die anderen zu künstlich geschmeckt haben. Und ich glaube, ich hatte noch nie so einen Kiwi-Kaubonbon. Das finde ich gerade irgendwie nice, aber ich persönlich würde die mir jetzt nicht kaufen, um ehrlich zu sein. Okay, ich mache kurz mit etwas weiter. Und zwar mit Bilou-Kaugummi. Haben wir zwei Sorten. Slushy Apple Flavor und Tasty Donut Flavor. Und ich muss sagen, ich kenne die schon. Ich habe mir die tatsächlich nämlich schon mal gekauft, weil es mich voll interessiert hat, wie die schmecken. Und ich finde die echt lecker. Halt auch so ein sehr künstlicher Kaugummi, aber hat mir was anderes. Und ich mag die beide. Ich weiß auch hier nicht, ob der Preis unbedingt so sein muss, aber ich finde die ganz cool. Und die sind vegan. Also kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Hitchies gerade eben. Next one und tatsächlich auch schon last one. Jokolade. Ihr habt es euch tatsächlich gewünscht, deswegen dachte ich, okay, ich teste für euch die Jokolade. Wir haben vier verschiedene Sorten. Und alle davon kenne ich auch schon. Aber ist schon eine Weile her, dass ich die hatte. Ich glaube, das war die hier mit Coffee Biscuits and Toffee. Also es muss ja nicht immer alles vegan sein, aber ich fände es cool, wenn es eine vegane Sorte gegeben hätte. Ich glaube, ich muss von 1 bis 4 durchtesten, wobei ich die 1 ehrlich gesagt am liebsten als letztes essen würde, weil es mit weißer Schokolade ist. Und bei mir kommt das Beste ja immer zum Schluss, aber naja. Jedenfalls Schokolade von Joko Winterscheid. Okay, was auf jeden Fall positiv anzumerken ist, ist auf jeden Fall Fairtrade-Kakao. Ich finde, das ist auch echt cool gemacht. Let's try. Ich habe es mir ja schon gedacht, aber das ist einfach 100% mein Geschmack. Weiße Schokolade, dann karamellisierte Haselnüsse, Coffee Biscuits und Baiser. Baiser? Baiser? Ich weiß gerade nicht, wie man das ausspricht, aber es ist auf jeden Fall lecker. Krank lecker. Und jetzt kommt so eine Sorte, die ich mir persönlich zum Beispiel nicht gekauft hätte, mit Banane. Ich weiß nicht. Also, wir haben hier getrocknete Bananenstücke drin. 5%. Falls ihr die Kunst da drin sehen wollt. Nummer 2. Ja, ich bin halt kein Bananenfan. Aber wenn ihr so Bananenzeug mögt, dann wird euch die mit Sicherheit schmecken. Weil es schmeckt sehr bananig. Ansonsten, also Konsistenz ist auch sehr nice. Wir haben hier noch einen Crunch mit drin. Kann man auf jeden Fall essen, aber man sollte schon Bananenfan dazu sein. 3. Die hört sich jetzt schon eher nach meinem Geschmack an. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, auch die, die ich schon kenne. Mit Coffee Biscuits und Toffee. Die ist wieder lecker. Die ist wieder nach meinem Geschmack. Last one. Auch wieder sowas. Wo ich mir schon im Laden so gedacht habe: Mit Birne? Birne, Brownie, karamellisierte Mandeln. Also Brownie und karamellisierte Mandeln hören sich gut an. Aber was macht die Birne da drin? Also, ich finde schon cool, dass es so ausgefallenere Sorten sind. Aber Birne? Das Bild finde ich cool. Die ist jetzt auch mit dunkler Schokolade. Also, die anderen waren ja Milchschokolade, beziehungsweise die erste weiße Schoki. Ich bin kein Fan von Birne in meiner Schokolade. Also, no. Ich kann euch sagen, mein absoluter Favorit. Die erste hier mit weißer Schokolade, Haselnüsse, Coffee, das ist eigentlich alles, was ich brauche.
So lecker. Naja, okay, damit sind wir done mit der Food-Kategorie. Und wir machen weiter mit Kosmetika. Diese Marke ist von einer Influencerin, Big Ego. Und zwar von Christina. Lextina heißt sie, glaube ich, auf Instagram. Ich folge ihr schon mega lange. Sie hat dann, glaube ich, letztes Jahr ihre eigene Haircare-Marke rausgebracht. Benutzt seitdem das Shampoo. Beziehungsweise ich habe mit diesem rosanen gestartet. Ich glaube, damals gab es auch nur das rosane. Die sind, glaube ich, erst jetzt dann rausgekommen. Das hier ist aber mein Favorit geworden. Und zwar ist es ein Pure Volume Shampoo. Jetzt habe ich noch den Conditioner. Und ich mag das wirklich richtig, richtig gerne. Also ich habe das Gefühl, das tut meinen Haaren sehr, sehr gut. Also das Besondere bei denen ist halt, dass die wirklich ohne Silikone, ohne Parabene, ohne irgendwelche Duftstoffe sind. Sind auch vegan. Die haben auch solche Hair Clips zum Beispiel. Nach denen fragt ihr immer wieder, wenn ich die drin habe. Also ich habe davon zwei verschiedene. Das ist jetzt einer von denen. Und die finde ich auch ganz cute. Sind auch sehr hochwertig. Also eine weitere Influencer-Marke, die ich damit empfehlen kann. Die letzte Kategorie, letzte Marke, nach der ihr gefragt hattet, ob ich die mal testen kann. 99 habe ich auch schon gemacht, ausführlich. Ich habe es, glaube ich, nämlich mal auch in einem Haul gezeigt. Also ein paar wissen auch schon, dass ich die tatsächlich sehr gerne trage. Mehrere Hoodies von 99 und auch deren Bikinis letzten Sommer eigentlich nur getragen. Und die fand ich so, so schön. Preislich ist auf jeden Fall nicht ohne, das kann man ja ganz objektiv mal sagen. Weiß ich nicht, ob es preislich gerechtfertigt ist, aber ich trage die Sachen wirklich sehr, sehr gerne. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und das war's auch schon. Gebt mir gerne mal Feedback, wie euch dieses Format gefallen hat. Ob es weitere Produkte gibt aus der Influencer-Bubble, die ich für euch testen soll, let me know. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Kommentar, ein Like, ein Follow. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!